Hallo zusammen, wir sind hier in Langnau im Emmental. Hier ist im August vor einem Jahr aufgrund von geplanten Bauarbeiten vor der Post eine Mobilfunkantenne abgebaut worden. Leider hat es bei der Planung des Wiederaufbaus an einem anderen Standort Einsprache gegeben. Heisst das, dass Langnau durch den Abbau von Antennen an weniger Strahlung ausgesetzt ist? Wenn eine Antenne abgebaut wird, dann müssen dann alle Smartphones auf eine andere Station ausweichen. In der Regel ist die weiter weg. Das heisst, es geht mehr Signal verloren durch die grössere Distanz vom Smartphone bis zur Antenne. Und daher muss das Smartphone stärker senden. Für das herauszufinden, macht man einen sogenannten Strahlungstest. Und genau so einen hat Elsa in der gleichen Situation in Basel gemacht. Hallo zusammen, wir sind hier in der Gemeinde Riechen im Kanton Basel-Stadt. Wir haben leider in der Nähe vom Bahnhof eine Mobilfunkantenne aus dem Betrieb nehmen. Und trotz der grossen Unterstützung der Gemeinde haben wir leider keinen gleichwertigen Standort finden. Aber jetzt interessiert mich, haben wir hier weniger starke Strahlung wegen dem Wegfall von Antennen? Das sollte doch so sein, oder? Wegen dem hat mir Peter Fritschi das Handy mit auf den Weg gegeben. Jetzt bin ich in Basel. Hinter mir ist eine Mobilfunkantenne. Hoffentlich ist hier der Empfang etwas besser. Hallo Elsa, hörst du mich jetzt? Ja, schon viel besser. Mit dem Smartphone, das er mitgegeben hat, kannst du jetzt ein Datenpaket verschicken. Das ist wie wenn man mit WhatsApp ein Video verschickt und das Gerät tut nachher die Sendeleistung und die Sendedauer aufzeichnen. Merci vielmals für die Erklärungen. Ich starte jetzt das Testprogramm. So, die Messungen hier in Basel sind abgeschlossen. Jetzt zurück nach Riechen. Dann messe ich hier auch schnell die Strahlung. Und mit diesen Messungen gehe ich jetzt zum Peter ins Labor. Hallo Peter. Hallo Elsa. Und was zeigen uns die Messungen? Ja, ich kann dir es gerne zeigen. Hier siehst du, was mit diesen Datenpaketen ist passiert, die du gesendet hast. Die waren immer gleich. Als du zu Riechen warst, hat dein Smartphone viel länger müssen senden, mit einer viel grösseren Sendeleistung im Durchschnitt. Mhm. In Basel siehst du, es hat nur etwa 5 Sekunden gebraucht bei viel kleinerer Leistung. Wenn du das direkt vergleichst, dann siehst du, das Smartphone in Riechen etwa 31 Mal mehr hat müssen senden. Und das ist natürlich auch die Strahlung, die du ausgesetzt bist. Also heisst das, dass mehr Strahlen vom Handy kommen als von Antennen? Bei Untersuchungen hat man herausgefunden, dass die Exposition, also die Feldstärke, die man sich aussetzt, etwa zu 90% vom eigenen Endgerät, vom Smartphone stammt und etwa 10% von der Antenne. Insgesamt heisst das, dass die Langnauer nach dem Abbau von Antennen an mehr Expositionen sind ausgesetzt waren, weil die Mobilfunkgeräte stärker strahlen mussten, um zur nächsten Antenne zu kommen.